Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Wiener Bildungsservers. Heute, frisch aus dem Homeoffice, möchte ich Ihnen ein paar medienpädagogische Ideen für den Frühling präsentieren. Die erste bezieht sich auf eine Pflanzenbestimmungs-App, und zwar Flora Incognita. Ist gut einsetzbar für Biologie, vielleicht auch für Ernährung, wenn der Wildkräutersalat gesammelt und bestimmt werden soll. Und ich bin mir sicher, Sie haben noch viele weitere Ideen. Viele weitere Ideen. Jetzt geht's zur App. Die App Flora Incognita ist entwickelt von der Technischen Universität Ilmenau, gibt es im Google Play Store, aber auch für iOS gratis. Und sie ist entwickelt worden, um die Artenkenntnis in Deutschland wieder mehr Menschen zugänglich zu machen, kann man aber auch bei uns nutzen. Hier schaue ich mir, wie bei jeder App, ein bisschen an, was da drin steht. Zum Beispiel, es ist für Wildpflanzen geeignet, nicht für Zierpflanzen. Warum die Standortabfrage? Da gehe ich nachher noch drauf ein. Ja, und hier unten finde ich die App-Berechtigungen, immer nachschauen. Standort will die App, weil sie versucht, eine Kartierung zu schaffen, wo es die Pflanzen gibt, die bestimmt werden. Also wir nehmen die App, installieren und öffnen. Das ist eine sehr einfache Oberfläche. In der Beschreibung hat man gesehen, man kann sich anmelden, muss aber nicht. Hier ein paar Tipps, wenn man es durchschauen will. Wir gehen jetzt einfach mal auf Pflanze erkennen. Hier die Standortbestimmung. Ich fotografiere mal die Pflanze. Sie hat keine Blüte. Deshalb einfach mal von oben. So. Es gibt auch Tipps fürs Scharfstellen auf der zugehörigen Homepage. Und hier, oh, ich musste nicht einmal ein weiteres Foto machen. Der Muscatella-Salbe wurde mit 97% Übereinstimmung erkannt. Jetzt kann ich mir noch ein paar Details über die Pflanze anschauen. Die sind aus Links zusammengesucht. Hier zum Beispiel Wikipedia. Dann sieht man noch die Verbreitung. Da wird jetzt auch mein Standort eingetragen und ob es essbar ist oder nicht. Ganz wichtig, Sie sprechen keine Empfehlung aus, die Pflanze in der genannten Weise zu nutzen. Vermutlich Haftungsgründe. Ja, ich hoffe, diese App ist spannend für Sie, vielleicht auch für den Unterricht. Und wünsche fröhliches Pflanzensuchen. Für die zweite Idee habe ich Ihnen ein kleines Programm auf Scratch geschrieben. Wie genau das ausschaut, das sehen Sie jetzt. Dazu einfach den Lieblingsbrowser öffnen und auf die Scratch-Homepage gehen. Ich bin mit unserem Gastaccount Orangenlimonade drinnen, um Wiener Bildungsserver, unseren Account eben, finden zu können, so wie Sie es dann machen können. Und hier gehe ich gleich auf den Scratcher, nicht auf das Beispiel, um Frühlingserwachen zu finden. Achtung, geht gleich los. Hallo! Hier verstecken sich einige Pflanzen und Tiere. Hilfst du mir, sie zu finden? Wenn du etwas entdeckst, dann klicke mit deiner Maus darauf. Wir gehen gleich einmal auf Remixen und damit wird das Projekt auf Ihren Account gezogen, also praktisch eine Kopie auf Ihrem Account erstellt. Ganz wichtig, dafür brauchen Sie einen Account. Den Screencast zur Registrierung verlinke ich Ihnen nochmal unten. Der Remix wird erstellt und Sie sehen, ich bin jetzt drinnen in der Programmieroberfläche und zwar beim Kiwi. Der Kiwi hat hier die Eröffnungssequenz, also das
Olo. Und hier eine Verabschiedungssequenz, bei dem, wenn alle 6 Dinge gefunden worden sind, die ich versteckt habe, dann verabschiedet er sich. Wenn Sie das jetzt nur ganz einfach für sich und Ihre Klasse anpassen wollen, können Sie hier statt Olo zum Beispiel Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der 1C schreiben. Also falls Sie Klassenlehrerin oder Lehrer der 1C sind. Es wird natürlich jetzt noch der falsche Klang abgespielt. Den können Sie hier ändern. Klang aufnehmen. Den Zugriff aufs Audio zulassen. Hier die Aufnahme durchführen. Natürlich wieder beenden. Und dann ist der Ausschnitt hier gespeichert. Also wenn Sie können ihn dann noch ein bisschen zurechtstutzen. Dann dem Ganzen einen Namen geben, damit Sie sich zurechtfinden. Und hier bei Olo anklicken und stattdessen 1C eingeben. Das wäre was ganz Einfaches, wie Sie das für sich anpassen können. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der 1C. Das wäre die einfachste Form, etwas zu verändern. Sie können natürlich alle Klänge für sich neu einsprechen und auch den Text ändern. Etwas komplizierter wäre es, aber auch durchaus möglich, wenn Sie die Figuren ändern möchten. Das zeige ich Ihnen jetzt im zweiten Projekt, und zwar das ohne Stimme. Das ist einfach Frühlingserwachen ohne den gesprochenen Text. So, dazu einfach wieder Retour. Und hier ganz vorne bei den veröffentlichten Projekten haben wir gleich Frühlingserwachen. Wieder in den Remix hinein. Und dann sind Sie schon wieder auf der Programmieroberfläche. Schaut sehr ähnlich aus. Sehr voll. Hier sehen Sie immer die Botschaften, die gesendet werden, wenn ich eines der 4 anklicke. Den Stein zum Beispiel. Man muss losklicken, die grüne Flagge. Ja, grün und dann Stopp. Jetzt habe ich den Busch angeklickt. Dann kommt zum Beispiel das Küken heraus. Der Busch sendet die Botschaft Küken schlüpf. Und beim Küken ist auch noch ein Klang drin. Hier ist es. Küken schlüpft. Hier können Sie natürlich einfach den Text ändern und Ihre eigene Botschaft hineinpacken. Zum Beispiel Küken schlüpfen nach so und so vielen Tagen. Und der Kiwi spricht das dann in seiner Sprechblase. Wenn es natürlich jetzt die falschen Tiere sind für ihr Fach oder für ihre Intention, kann auch das einfach geändert werden. Also einfach ist leicht gesagt. Sie können sich was Eigenes aussuchen, eines malen oder eins wählen. Wir wählen jetzt ein Kostüm, zum Beispiel die Eule. Wenn es zum Beispiel um Vögel gehen soll, dann einfach die Froschkostüme löschen und das Skript anpassen. Dazu muss man sich ein bisschen durchlesen, was die Skripte machen. Hier ist zum Beispiel die Fliege, sendet der Eule eine Botschaft hier. Deshalb muss ich diese Botschaft rausnehmen. Und zwar nehme ich von der Fliege die Botschaft Hasch mich und gebe sie zur Eule hinein. Hier die Botschaft Hasch mich. Dann sendet sich die Eule selbst die Botschaft Hasch mich, um wieder hinaus aus dem Bild zu wandern. Und die Fliege kann ich dann einfach löschen. Die passt auch überhaupt nicht zur Eule. Hier habe ich auch die passende Botschaft und schreibe was über die Eule hinein. Oh, eine Eule. Sind die nicht nachtaktiv zum Beispiel? Und so habe ich die Eule angepasst. Ah,
vergessen. Wenn ich diesen Block nehme, den sage ohne Sekunden, muss ich danach in meine Wartezeit geben, sonst läuft das so schnell ab, dass das fürs menschliche Auge nicht zu sehen ist. Das sind Fehler, aus denen gelernt werden kann. Es ist mir schon sehr oft passiert, dass ich einfach auf den Warteblock vergessen habe. Ja, Sie können natürlich auch einfach am Schluss vielleicht noch irgendein Codewort oder ein Rätsel einbauen. Irgendwas, das für die Kinder noch einen zusätzlichen Ansporn bietet, sich das Spiel anzuschauen. Oder es natürlich in ein ganzes Projekt einbauen, wo man sich über das Spiel vielleicht noch ein Losungswort holen muss. Hier zum Beispiel das Losungswort lautet Mai. Sagt der Kiwi ganz am Schluss, wenn alle 6 Dinge angeklickt worden sind. Und dann können Sie das veröffentlichen und es ist dann auf Ihrem Account und mit diesem Link können Sie es einfach verschicken per Mail oder per Messenger, was Ihnen am besten beliebt. Seien Sie mutig, probieren Sie es einfach aus. Das Original bleibt bestehen, also keine Sorge, dass Sie irgendwas kaputt machen könnten. Viel Spaß! Die letzte Idee ist nur ein kurzer, spannender Link, der sich gut eignet für den Einsatz als Gesprächsstarter, vielleicht auch für den Klimawandel, für Physik und die unterschiedlichen Aggregatzustände zum Beispiel. Viel Spaß! Wieder betreten wir unseren Lieblingsbrowser und geben ein joshdata.me/Eisberger. Ich verlinke Ihnen das natürlich unten unter dem Video. Und hier können Sie einen Eisberg zeichnen, so wie Sie ihn sich vorstellen. Und ich bin mir sicher, Sie stellen ihn sich ähnlich vor, wie ich das mache. Und es wird spannend, wie er schwimmt. Es kann eine tolle Gesprächsanregung sein oder auch ein kleiner Denkanstoß, wie nah die Vorstellung und die Wirklichkeit aneinander liegen oder eben auch nicht. Also durchaus auch was für andere Fächer als Physik. Ich zeige Ihnen das jetzt nicht, damit die Überraschung nicht verloren geht. Das war es auch schon wieder mit den 3 Praxisideen zum Thema Frühling. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kommentare und wenn Sie das nächste Mal wieder unser Video anschauen. Bis dahin, alles Liebe!